die Kreisbewegung dieses motorisierten Lego-Eisenbahnwagens mit aufgesetztem Smartphone habe ich mit 200 Bilder pro Sekunde gefilmt und dann in dieses Analyse-Tool Tracker hochgeladen. Zuerst stellt man die Bilder ein, also Anfangsbild, Endbild und dann noch die Bildrate. Der Ausschnitt wird dann unten angezeigt. Danach habe ich die Länge skaliert, dazu dieses A4-Blatt, habe ein Koordinatensystem eingeführt und ich habe einen Punkt ausgewählt, dieser leuchtende Punkt da auf dem Beschleunigungs-App dieses Smartphones. Danach konnte ich die Analyse starten und die Bewegung während eines Umlaufes aufzeichnen. Zuerst einmal kurz zur Theorie. Ich habe hier diese Kreisbewegung gezeichnet. Ich führe wieder ein Koordinatensystem ein, analog zur Messung XY, und ich führe einen Winkel ein. Der Winkel beginnt jetzt auf der Minus-Y-Achse, weil hier habe ich den Zeit-Nullpunkt gewählt bei der Auswahl der Bilder in der Videoanalyse. Nun habe ich hier den Radiusvektor R und den kann man zerlegen. Vorher mache ich noch schnell die Beschreibung des Winkels. Der Winkel wächst ja gleichförmig in der Zeit mit der Winkelgeschwindigkeit Omega mal die Zeit. Omega ist 2 Pi mal die Frequenz oder eben 2 Pi geteilt durch die Umlaufzeit, denn 2 Pi ist der volle Winkel. Dann kann man R projizieren auf die X- und Y-Achse, muss aber daran denken, dass der Start auf der Minus-Y-Achse ist. Deshalb denke ich mir den Radiusvektor da unten und dann sehe ich, X ist am Anfang 0 und wächst dann, also muss das der Sinus sein. Y ist am Anfang negativ und zwar minimal negativ, dann muss das also ein Minus Cosinus sein. Als nächstes beschreibe ich die Geschwindigkeit. Die Geschwindigkeit steht tangential zur Bahn oder normal zur R. Ich denke mir die Geschwindigkeit wieder beim Start und dann sehe ich, die x-Komponente der Geschwindigkeit geht mit dem Cosinus. Also wenn die Zeit 0 ist, dann bin ich ja da unten. Dann habe ich die maximale Größe, also muss es ein Cosinus sein. Und die y-Komponente ist im Moment 0, beginnt aber dann ins Positive zu wachsen, also ist das ein Sinus. V selber ist dann Winkelgeschwindigkeit mal Radius, denn die Winkelgeschwindigkeit ist ja die Geschwindigkeit auf dem Einheitskreis und wenn ich mit dem Radius strecke, bekomme ich den Betrag der Geschwindigkeit, den man oft auch Schnelligkeit nennt. Jetzt kann ich eine Regel erkennen, denn V ist ja die Änderungsrate von R oder konkret Vx ist die Änderungsrate von x und Vy ist die Änderungsrate von y. Mathematisch sagt man dem Ableitung. Da sieht man, Sinus geht in Cosinus über, Minus Cosinus geht in Sinus über und statt des R als Vorfaktor habe ich nachher Omega mal R. Das heißt, es kommt ein Omega in diese Amplitude hinein. Jetzt, wenn ich die Beschleunigung bilde, wende ich einfach diese Regel noch einmal an, denn die Beschleunigung ist ja die Ableitung der Geschwindigkeit nach der Zeit. Dann geht der Cosinus in den Minus Sinus über, weil vorher ist ja der Minus Cosinus in den Sinus übergegangen und Sinus geht in Cosinus über, das hatten wir hier ja schon. Und jetzt kommt wieder ein Omega in die Amplitude hinein, also habe ich Omega Quadrat mal R für den Betrag der Beschleunigung und das sind die Komponenten. Ich kann natürlich Omega mal R ersetzen durch V, dann bekomme ich für die Beschleunigung V Quadrat durch R. Auf alle Fälle kann ich erkennen, wenn ich jetzt die Beschleunigungskomponenten vergleiche mit den Komponenten von R, dann sehe ich, dass das die gleichen Winkelfaktoren sind, aber immer mit dem Minus.
versehen. Das heißt, die Beschleunigung zeigt genau gegen den Radius. Damit eine interessante Erscheinung, also der Radius zeigt nach unten, nach außen. Die Geschwindigkeit zeigt immer tangential, also normal zum Radius, und die Beschleunigung ist dann noch einmal um 90 Grad gedreht. Und das sind die mathematischen Zusammenhänge. Nur nach dem zweiten Gesetz von Newton muss ja die resultierende Kraft gleich Masse mal Beschleunigung sein. Das heißt, die resultierende Kraft zeigt genau gegen die Kreismitte. Manchmal nennt man diese Kraft auch Zentripetalkraft, aber ich finde das ein überflüssiges und sinnloses Wort, denn wir haben ja hier verschiedene Kräfte, die angreifen, und in der Summe zeigt einfach die resultierende Kraft gegen innen und ist Masse mal Omega Quadrat mal R oder Masse mal V Quadrat durch R. Das ist die ganze Theorie der Kreisbewegung. Gehen wir noch einmal über zur Analyse. Ich habe jetzt diese Tracker-Daten, T, X und Y, in Excel reingelesen und habe das hier dargestellt. Da sieht man, dass der Radius in Y-Richtung oder der Durchmesser in Y-Richtung nicht genau gleich groß ist wie in X-Richtung. Auch der Mittelpunkt des Koordinatensystems habe ich nicht genau erwischt. Das könnte man noch korrigieren. Und dann sieht man, nach einem Umlauf gibt es hier eine kleine Stufe. Das ist in etwa die Genauigkeit der Videoanalyse. Als nächstes habe ich dann die Geschwindigkeit gerechnet, nämlich einfach die Differenz des Ortes in X-Richtung geteilt durch die Zeit zwischen zwei Bildchen, also bei 200 Bildern gibt das 5000stel Sekunde. Das mache ich für die X-Komponente und für die Y-Komponente der Geschwindigkeit. Das ist ja eigentlich die Definition der Geschwindigkeit. Dann habe ich das wieder dargestellt, also hier die durchgezogenen Linien, das sind X und Y und diese doch ziemlich stark schwankenden Linien, da sind dann die Geschwindigkeit, also hier Vx und hier Vy. Und da sieht man, wenn man so eine Videoanalyse macht und man dann die Differenzen bildet über kleine Zeitschritte, dann entsteht eine große Ungenauigkeit. Wenn man jetzt noch die Beschleunigung berechnen will, dann gibt es ein dermaßen verrauschtes Signal, dass man kaum mehr etwas interpretieren kann. Als nächstes habe ich dann Vx und Vy gerechnet mit der Formel, die ich vorgezeigt habe, also Betrag der Geschwindigkeit, also Schnelligkeit, das rechne ich dann hier, mal Sinus Omega t und entsprechend, also V Cosinus Omega t und hier V Sinus Omega t. Ich habe dann die beiden Datenreihen verglichen, also die Geschwindigkeit synthetisch gerechnet mit der Formel und die Geschwindigkeit aus dem Ort durch so numerische Differentiation. Und dann sieht man, dass also die Videoanalyse schon nicht so genau ist und man sieht auch dieses Rauschen. Als letztes habe ich dann noch Folgendes gemacht. Ich habe die Beschleunigung jetzt aus dieser synthetischen Geschwindigkeit, also der mit Formel berechneten Geschwindigkeit, gerechnet, aber wieder als numerische Differentiation, und ich habe dann die Beschleunigung mit der Formel gerechnet, die ich vorher gezeigt habe. Und wenn man jetzt die Resultate vergleicht, ich habe das nur in x-Richtung gemacht, dann sieht man hier die Geschwindigkeit in x-Richtung, das ist die linke Skala, hier die Beschleunigung in x-Richtung, das ist die rechte Skala. Und einmal mit dieser Definitions-, also mit der Differentiation oder der Differenzenrechnung und einmal mit der geschlossenen Formeln. Was ist die Quintessenz? Die Quintessenz ist, bei der Kreisbewegung steht die Beschleunigung normal zur Geschwindigkeit und ist immer nach innen gerichtet. Zweitens, die Beschleunigung und die Geschwindigkeit sind nicht konstant, nur im Betrag, aber nicht in den Komponenten.
Das heißt, der Impulsinhalt dieses Körpers wird dauernd ausgetauscht, nämlich der X-Impuls, der Y-Impuls. Die Energie, die kinetische Energie bleibt aber konstant. Das habe ich im letzten Video über Kurvenfahrt erklärt. Und etwas anderes sollten Sie jetzt auch begriffen haben. Bei der Kreisbewegung zeigt die resultierende Kraft nach innen, weil die Beschleunigung ja auch nach innen zeigt. Und es gibt hier keine Zentrifugalkraft. Zentrifugalkraft führt man erst ein, wenn man mitbewegt ist, das heißt, wenn man im Zug drin sitzt. Und das zeige ich dann in meinem nächsten Video.